Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Portale in die Unendlichkeit. Ja, habt ihr das gesehen? Scheint so, als würde Doki zu sich kommen. Leute, Doki kommt zu sich. Warum er das gesagt hat. Doki, bist du in Ordnung? Ja. Sieht so aus, als hättest du dich wieder halbwegs erholt. Ich bin ja so erleichtert. Leute. Wo sind wir hier? Wir haben dich bis ins Ufer getragen, damit wir frisches Wasser für dich haben. Wir haben dich abwechselnd verarztet und gepflegt. Du schienst nämlich ziemliche Schmerzen zu haben. Und du hast so lange geschlafen, dass wir uns bereits echt Sorgen gemacht haben. Ein Glück, dass du endlich wieder bei Bewusstsein bist. Ich war krank vor Sorge um dich. Was, wenn du nicht aufgewacht wärst und entschwebt wärst wie die anderen? Ich hatte Angst, du könntest zu einem Licht am Himmel werden. Ach so. Kyurem hat mich angegriffen. Das sieht aus, als wäre ich gerettet worden. Und offensichtlich verdanke ich das allen hier, die mich gepflegt haben. Freunde, ich danke euch. Meine Erinnerungen sind zwar noch ziemlich verschwommen, aber ich kann mich daran erinnern, was Kyurem gesagt hat. Teddy hat recht. Hätten mir nicht alle anderen geholfen, wäre es das wohl gewesen. Ich wäre zu einem der Lichter am Himmel geworden und verschwunden. Ich war völlig geschockt. Ich alleine konnte überhaupt nichts für dich tun. Aber zum Glück sind dann alle gekommen. Ach ja, das hätte ich vergessen zu fragen. Wie habt ihr uns eigentlich gefunden? Ich kann mir nämlich gar nicht erklären. Das kann ich mir vorstellen. Es ist auch ziemlich unglaublich. Nachdem ihr beiden einfach nicht zurück nach Hause kamt, waren wir in Sorge und beschlossen, euch zu suchen zu gehen. Wir wollten uns gerade zum Berg Genovea aufmachen, als wir eine Stimme hörten. Eine Stimme? Ja, geh zur Glutwüste, sprach sie. Sie sprach einfach aus dem Nichts zu uns. Naja, nicht nur einer von uns hörte sie, nein, wir alle konnten sie hören. Also berieten wir uns kurz. Ja, wir beschlossen, der Stimme zu glauben und in Richtung Wüste aufzubrechen. Dort angekommen teilten wir uns in mehrere Gruppen auf. Tommy und ich suchten zu zweit nach euch und nach einer Weile dann war da dieses funkelnde Licht, das uns eine bestimmte Richtung zu leiten schien. Wir folgten also dem Licht und sahen schließlich dich, Teddy. Das war vielleicht eine Überraschung. Es sah aus wie mehrere regenbogenfarbene Lichtpartikel. Das war wirklich wunderschön. Funkelndes regenbogenfarbenes Licht? Doki, das klingt das nicht wie... Als Kyurem den gefrorenen Trigefalo zerschmetterte, explodierte dieser in regenbogenfarbene Funken und verschwand. Vielleicht war es der Trigefalo, der alle zu uns geführt hat. Vielleicht war es die Stimme des Lebens. Du hast gesagt, die Stimme des Lebens sei die Stimme allen Lebens in der Natur, oder? Falls es also diese Macht war, die uns hergeführt hat, würde das ja heißen, dass selbst nachdem mit Trigefalo ihre physische Form zerstört wurde, die Stimme des Lebens immer noch will, dass wir diese Welt retten. Ja, das kann gut sein. Wenn wir bedenken, was Kyurem zu Teddy gesagt hat, dann ist es der Egoismus aller Pokémon in dieser Welt, der die Welt so erkalten lässt, oder? Auch Trigefalo hat gesagt, dass die kollektive negative Energie aller war, die das Kälte gerne vorgebracht hat. Die den Kälte gerne vorgebracht hat. Dann wird es wohl auch so sein. Und wenn das stimmt, dann ändert sich wahrscheinlich auch nichts Wichtiges. Wenn wir den Kältekern zerstören, oder... Was? Das ändert sich nichts, wenn wir den Kältekern zerstören. Ach so, so meint er das. Okay. So wie die Welt momentan ist, hören die Streitereien unter die Pokémon nicht auf. Die Zukunft ist finster und keiner macht sich große Hoffnung. Solange die negative Empfindung die Welt beherrschen, würde der Kältekern doch sofort wieder geboren. Wiedergeboren, nachdem er zerstört wurde, oder? Wenn Kyurem sagt, dass die Zukunft unabänderlich ist, dann verstehe ich das. Na, was sagst du denn danach, Sarah? Willst du damit sagen, dass sei dir egal, wenn die Welt untergehen würde? Natürlich nicht. Ich sage nur, dass ich Kyurem verstehe. Denn schließlich können wir nichts tun. Na, wie kannst du das nur sagen? Du redest, als würde dich das alles nicht jetzt angehen. Dann lass mich dir eine Frage stellen, Imolka. Hast du wirklich noch nie in dieselbe Richtung gedacht? Hast du noch nie das Gefühl gehabt, dass es keine Hoffnung mehr für diese Welt gibt?
dass es vielleicht besser wäre, noch einmal ganz von vorne anzufangen. Selbst du musst es doch schon mal gedacht haben, oder nicht? Was? Es stimmt. Wenn wirklich die Hartherzigkeit der Pokémon diese Welt erkalten lässt, dann lässt sich das Ende der Welt vielleicht tatsächlich nicht abwenden. Psyana, ich will nicht einfach so aufgeben. Ich will nicht aufgeben, aber es ist wahr, dass diese Welt trostlos ist. Wenn ich darüber nachdenke, wie man die Welt ändern oder was ich dazu beitragen könnte, muss ich ehrlich gesagt zugeben, dass ich keine Antwort darauf habe. Es könnte durchaus sein, dass wir nichts mehr für diese Welt tun können. Wenn es stimmt, dann möchte ich am liebsten gar nicht darüber nachdenken. Vielleicht gibt es wirklich keinen anderen Ausweg als einen Neustart. Viridium, jetzt auch noch du? Ich verstehe euch nicht. Wie könnt ihr nur so etwas sagen? Teddy, wie siehst du das Ganze? Etwa genauso wie sie? Als ich sah, wie Kyurem Doki Schmerzen zugefügt hat, da bekam ich schreckliche Angst. Angst? Kyurem hat uns gewarnt. Sollte Doki nach wie vor versuchen, die Welt zu retten, dann würde er in Bezug auf Doki keine Gnade mehr kennen. Ich würde nie wieder mit ansehen müssen, wie Doki verletzt wird. Ich bekam Angst. Ganz furchtbare Angst. Teddy. Aber, Doki, es tut mir leid. Ich will nie wieder mit ansehen müssen, wie du verletzt wirst. Aber vor allem kann ich das Ganze nicht einfach so akzeptieren. Es kann diese dunkle, kalte Welt nicht ausstehen. Ich habe das Paradies errichtet, weil ich Freunde finden wollte. Freunde, denen ich vertrauen kann, die mir vertrauen. Und dann seid ihr alle meine Freunde geworden. Die Welt mag voller Pokémon sein, die sich gegenseitig betrügen. Aber ich weiß wenigstens, dass ich mich auf euch alle verlassen kann. Dennoch, jetzt da wir einer gemeinsamen Zukunft entgegensehen sollten, soll ich euch aufgrund der allgemeinen Weltuntergangsstimmung wieder verlieren? Das kann ich nicht akzeptieren. Teddy. Wie steht es mit dir, Viridium? Ich weiß, dass du den Glauben an die Welt verloren hast, als du Kaleos Brief bekamst. Aber wie sieht es jetzt damit aus? Hast du immer noch vergessen, wie es ist, anderen zu vertrauen? Und ihr, Psyana, wie findet ihr es, Teil unseres Teams zu sein? Dummiesel, Emolga, was ist mit euch? Ich weiß, dass ihr mir alle sehr wichtig seid. Ihr seid mir das Wichtigste auf der Welt. Nicht sich gegenseitig zu vertrauen und sich gegenseitig zu helfen. Gemeinsam sind wir stark genug, um selbst das kälteste Herz zu erwärmen. Das habe ich von Doki gelernt. Das habe ich von euch allen gelernt. Ich kann auf keinen Fall zulassen, euch zu verlieren. Teddy. Und auch Emolga. Es tut mir leid. Ihr habt absolut recht. Nachtara. Ganz egal, wie es beim Rest der Welt aussieht. Wir vertrauen einander. Ich hätte das beinahe vergessen. Und es ist ja auch wirklich nicht so, dass wir ganz allein sind. Es muss da draußen noch andere Pokémon geben, die einander vertrauen. Nicht alle Pokémon auf der Welt können sich ständig nur streiten. Nachtara. Könnten wir dieses Gefühl der Zusammengehörigkeit auch nur auf die anderen Pokémon übertragen? Wenn dieses Untergangsszenario durch die negative Einstellung der einzelnen Pokémon entstanden ist, müssten sie nur ihre Denkweise ändern. Und wenn das Vertrauen ineinander erst wieder gestärkt ist, dann gelingt es uns vielleicht auch, die Welt zu verbessern. Psyana. Stimmt. Bis vor kurzem hatte ich noch allen Glauben an die Welt verloren. Doch sogar mir ist es gelungen, meine Einstellung zu ändern. Ich wüsste keinen Grund, warum andere Pokémon das nicht auch können sollten. Zuversichtlich in die Zukunft blicken und die Hoffnung nicht aufgeben. Das sollte unser Motto sein. Viridium. Ich lass mich auch nie wieder entmutigen. Genau. Wir könnten dich jetzt aufgeben. Dummesel. Emolga. Ich danke euch allen. Ihr seid einfach die Besten. Yeah. Teddy, kehren wir nach Raststadt zurück. Wir versammeln alle auf dem Stadtplatz und berichten ihnen von der Bedrohung. Wenn wir die Wahrheit sagen, werden sie es einsehen und mithelfen. Genau, machen wir das. Zu erwarten, dass alle so empfinden wie wir, ist bestimmt zu viel verlangt. Aber vielleicht ändern sich ja doch ein paar Pokémon, wenn sie die Wahrheit kennen. Doki, ich will die Welt retten. Aber keiner von uns kann sich dem Kältekern nähern. Wenn wir den Kältekern zerstören wollen, Doki, dann brauchen wir deine Stärke, die Stärke eines Menschen. Aber vielleicht musst du dann wieder gegen Kyurem kämpfen. Willst du dennoch an unserer Seite kämpfen? Natürlich. Selbstverständlich.
Ich wurde von Trikefalo in diese Welt gebracht, um sie zu retten. Und wenn ich nicht kämpfe, dann sind alle verloren. Ich habe also keine andere Wahl. Na, danke, Doki. Ich bitte dich nur ungern darum, nach allem, was dir widerfahren ist. Aber wir können uns auf niemanden anderen verlassen, als auf dich, Doki. Ah, Doki, vielen Dank. Du bist einfach der Wahnsinn, Doki. Du musst, musstest du so viel einstecken und wirst dennoch mit uns kämpfen. So viel Einsatz und Entschlossenheit. Du bist eine Inspiration für mich. Es bedarf großen Mutes, Kyurem noch einmal gegenüberzutreten. Ich danke dir dafür, Doki. Ich werde dich zusammen mit Natara nach Leibeskräften unterstützen. Ich werde dich unterstützen, Doki. Beschützen. Komme, was wolle. Also konzentriere dich auf den Kampf. Freunde. Super. Na, lass uns zurück zum Paradies gehen. Kyurem hat gesagt, die Zerstörung der Welt sei nicht mehr fern. Also müssen wir ganz schnell zurück nach Rastatt und allen die Wahrheit erzählen. Wenn wir es schaffen, zusammenzufinden... können wir für unsere Zukunft kämpfen. Noch ist es nicht zu spät. Wir können noch einmal von vorne anfangen. Deswegen müssen wir unser Bestes geben und durchhalten. Ja! So ist es. Wir sind noch nicht am Ende. Die Pokémon können sich ändern. Da glaube ich ganz fest. Nö. Und so kam es. Das Team Pokepakt zum Paradies zurückeilte. Als sie schließlich dort ankamen, war es bereits Nacht. Und so beschloss Team Pokepakt, am darauffolgenden Tag auf dem Platz von Raststadt allen davon zu berichten. Berichten. Am nächsten Morgen. Oh yeah. Ja, guten Morgen, Doki. Heute müssen wir allen von der schlimmen Krise berichten, in der unsere Welt steckt. Ich hoffe, dass sie es verstehen werden. Ach was, natürlich werden sie das. Sie müssen es einfach verstehen. Doki, wir schaffen das schon. Guten Morgen, Leute. Guten Morgen, Teddy und Doki. Endlich ist es soweit. Viel Erfolg, Teddy. Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Aber Doki ist ja bei mir. Zusammen werden wir ihnen alles erzählen. Und wir sind auch dabei und beobachten das Ganze. Unsere Unterstützung ist dir sicher. Anfangs werden sicher alle ganz schön überrascht sein. Aber ich bin sicher, du wirst sie überzeugen können, Teddy. Ganz bestimmt. Ich danke euch. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Let's go to Raststadt. Viel Erfolg! Hey, Frau Wirtin, zwar Verhohlenes, das Kundschaft. Ich habe einen riesen Hunger. Bring mir was zu essen. Nanu? Heute sind ja gar keine Gäste hier. Heute ist geschlossen. Hat dir keiner Bescheid gesagt? Anscheinend haben Teddy und Doki allen etwas Wichtiges mitzuteilen. Sie wollen, dass möglichst viele Pokémon zuhören. Ich wollte mich auch gerade auf dem Weg zum Platz machen. Deswegen ist für heute geschlossen. Also raus mit dir, husch husch. Husch husch. was? Das ist aber nicht nett. Aber wenn sie wohl wichtig... Was? Aber was sie wohl Wichtiges zu sagen haben? Das macht mich schon neugierig. Das sehe ich mir mal an. Entschuldige, dass ihr warten musstet. Was die beiden uns zu erzählen haben. Wer weiß. Na, ich weiß auch nicht. Lass uns herausfinden. Hey, Nanu, wo geht ihr denn alle hin? Was passiert? Auf dem Stadtplatz soll heute eine wichtige Mitteilung gemacht werden. Eine wichtige Mitteilung? Echt? Was ist das für ein Wort? Keine Ahnung. Aber das sollten wir uns besser anhören. Du sollst auch hingehen. Komm, Kiesling. Go! Lauf! Hören wir das dann wohl mal an. Alles klar. Es sind ziemlich viele Pokémon gekommen. Doki, gib dein Bestes, Teddy. Leute, hör mal alle her. Mal scheint loszugehen. Quack, quack. Leute, ich werde euch jetzt erzählen, was in unserer Welt vorgeht. Unsere Welt befindet sich in Gefahr.
In Gefahr? Was ich euch zu erzählen habe, wird euch vielleicht überraschen. Aber bitte bleibt ruhig und hört mir zu. Und zwar... Das, weißt du, wisst ihr, das ist halt nicht so geil hier. Was? Die Welt wird verschwinden? Dieses Ding, dieser Kältekämpfe bereit, wird weiter wachsen und unsere Welt zerstören. Und der Kältekern wächst durch uns Pokémon? Unsere negative Einstellung? Was? Leute, hört mir bis zum Schluss zu. Ja, stimmt. Die Bedrohung rückt immer näher. Aber alles wird gut. Wir werden das irgendwie hinbekommen. Ja, wie denn, bitteschön? Wie gesagt, wächst der Kälte gern durch den Pessimismus von uns Pokémon. Das heißt also, wenn wir uns ändern, werden wir uns gegenseitig vertrauen und unterstützen. Und alle positiv in die Zukunft blicken und wieder Freude am Leben haben. Dann können wir das Wachstum des Kältekerns bestimmt aufhalten. Und diese Chance nutzen wir dann, um ihn zu zerstören. So werden wir diese Krise überstehen. Es ist noch nicht zu spät. Deswegen, Freunde, lasst uns unser Bestes geben. Wenn wir alle zusammenarbeiten, können wir es schaffen. Geben wir alles. Hey, du sagst, ihr wollt den Kältekern zerstören, quack, quack. Aber der wird doch von Pyro beschützt, oder nicht, quack, quack. Könnt ihr ihn überhaupt besiegen, quack? Nun ja. Wir müssen nur irgendwie an den Kältekern rankommen. Ohne gegen Kyurem zu kämpfen. Das soll funktionieren? Das klingt nicht vielversprechend. Und außerdem, Kyurem kann doch die Zukunft vorhersagen, oder? Wenn er das Ende der Welt vorher gesehen hat, dann heißt es doch, dass er das Schicksal nicht geändert werden kann, oder? Dann ist doch eh alles umsonst, oder nicht? Genau. Es ist wahrscheinlich vergebens. Kyurem hat es doch gesagt, richtig, Quack? Letztendlich ist das Schicksal etwas, was man nicht ändern kann. Leute. Leute. Warum seid ihr alle so... Genau. Wenn die Welt sowieso zu Ende geht, sollten wir denn nicht lieber machen, was immer wir wollen? Du hast recht. Ja, so haben wir wenigstens Spaß in der Zeit, die uns noch bleibt. Wenn wir schon alle untergehen, dann wenigstens mit einer Abschiedsparty. Das ist der letzte Sommer. Dolki, anstatt sich der Gefahr entgegenzustellen, wollen sie vor der Wahrheit davonlaufen. Sie glauben, dass die Welt schlecht ist und es keine Hoffnung mehr gibt. Sie sind davon überzeugt, dass ihre Anstrengungen eh zu nichts führen. Sie haben einfach aufgegeben. Was können wir nur dagegen tun? Wow, ein Erdbeben! Was? Was ist das, Mann? Lass uns in die Höhe gehen und nachsehen. Seht mal, die Fata Morgana. Was ist irgendwas in der Fata Morgana? Quack, quack. Holy fuck. Was in aller Welt ist das? Ist es vielleicht der Riesengletscher? Aber er schwebt ja. Riesengletscher schweben doch normalerweise nicht in der Luft, quack, quack. Und der Riesengletscher sah doch immer anders aus, oder? Quack, 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 quack. Ach nee, bock, bock. Stimmt, ups. Er war nicht so stachelig und spitz, bock, bock. Das ist der Eisballast. Der Eisballast erhebt sich in die Luft. Der Eisballast, sagst du? Was geht hier bloß vor sich? Der Kältekern besitzt die Kraft, Dinge um sich herum schweben zu lassen. Vielleicht irre ich mich. Aber wenn mit zunehmender Größe auch die Kraft zunimmt, dann könnte er inzwischen stark genug sein, den Berg aus Eis zu durchbrechen. Und sich mitsamt des Eispalasts in die Luft zu erheben. Was? Was sagst du da? Teddy! Was soll das bedeuten? Du meinst doch nicht. Nein. Es ist, wie Kyurem gesagt hat. Das Ende der Welt ist nicht mehr fern. Schon ein paar Tagen wird der Kältekern aktiv. Die Welt dreht sich jetzt unaufhaltsam ihrem Ende entgegen. Was? Wenn der Kältekern aktiv ist, dreht sich die Welt mit Untergang entgegen? Leute, wartet. Oh nein, die Welt. Unsere Welt ist am Ende. Quack, 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 quack. Okay. Leute. Hörst du sowas?
Es sind immer diejenigen, die sich für gewöhnlich wichtig machen. Die dann in brenzlichen Situationen keinen Mumm in den Knochen haben. Erbärmlich. Nun, ist es wohl aber nicht verwunderlich. Schließlich geht es mit der Welt zu Ende. Aber ich bin auf eurer Seite, damit ihr es wisst. Cool, es war honest. Nice. Ich werde euch immer unterstützen. Also lasst euch nicht ermutigen. Und gebt euer Bestes. Es war honest. Danke. Vielen Dank. Aber was sollen wir jetzt tun? Gute Frage. Das ist eine gute Frage. Ja, letztendlich ist also Svaronis da geblieben. Das ist eine vertragte Situation. Wie können wir sie nur dazu bewegen, uns auf uns zu hören? Ja, es tut mir leid, Leute. Ich habe versucht, es ihnen zu erklären. Aber ich habe es nicht geschafft. Ich habe es nicht genug erklärt. Ja, Quatsch. Ich finde, du hast es gut gemacht. Ey, genau. Deine Erklärung der Situation war gut. Es war nicht deine Schuld, Daddy. Aber warum können sie nicht ein bisschen optimistischer sein? Auch wenn es mit der Welt zu Ende geht. Es bringt doch nichts, einfach aufzugeben, also echt. Ich denke, es liegt daran, dass alle wissen, dass nicht immer alles gut ausgeht. Dass, wie sehr man sich auch anstrengt, man nicht immer für seine Mühen entlohnt wird. Und dass Dinge manchmal schief gehen, gerade weil man sich zu sehr bemüht hat. Ich denke, solche Erfahrungen hat jeder von uns schon einmal gemacht. Und wenn man solche Rückschläge immer und immer wieder erlebt, dann kommen einem beim nächsten Scheitern sofort solche Gedanken wie, selbst wenn ich mich ins Zeug lege, ziehe ich doch immer nur den Kürzeren. Wenn meine Anstrengungen sowieso nichts bringen, was soll das Ganze überhaupt? Dann ist es einfacher, gleich gar nichts zu tun. So kann ich nicht verletzt werden. Solche negativen Erfahrungen führen dazu, dass man nicht mehr optimistisch in die Zukunft blicken kann. Diese Gedanken sind so tief in uns verwurzelt, dass es schwer ist, sie abzulegen. Ja, verstehe. Es ist wirklich sehr schwer, eine angewöhnte Haltung zu ändern. Wenn es hier nicht klappt, können wir es vielleicht in anderen Städten probieren. Aber wenn jedes Pokémon auf der Welt so denkt und fühlt, dann wird es wohl überall auf das Gleiche hinauslaufen. Selbst wenn wir woanders an andere Pokémon appellieren. Sieht so aus, als wäre es unmöglich, die Einstellung der anderen Pokémon zu ändern. Uns bleibt wohl nichts anderes übrig, als auf das Ende der Welt zu warten, was? Schließlich ist die Einzige, die uns unterstützen will, ist Varonis. Niemand sonst. Das ist schon echt traurig. Entschuldige über die Störung. Wer sagt das? Darf ich reinkommen? Bitte? Oh, Jorkliff! Jorkliff! Was ist los? Also, auf die Hügelleute habe ich Angst bekommen und bin abgehauen. Es tut mir leid. Aber ich will nicht, dass die Welt untergeht. Ich will nicht, dass Folikon und mein Opa verschwinden. Auf keinen Fall. Ich möchte weiterleben. Ich möchte helfen. Deswegen sagt mir bitte, was ich tun kann. Ich möchte etwas unternehmen. Jorkliff. Es war nicht umsonst. Unter all den Pokémon, die schon aufgegeben haben, gibt es doch eins, das die Worte von Teddy erreicht haben. Und hier ist es. Du willst wissen, was du machen kannst? Sei mutig. Hab den Mut, der Zukunft entgegenzutreten. Mut? Verstehe. Ich soll mutig sein. Danke, Teddy. Opa! Ich bin mutig! Ah, lol. Leute. Die Pokebacht. Vorhin habe ich auch Angst bekommen, bin daher davongelaufen. Bitte verzeiht mir. Ich habe ein langes Leben geführt. Ich bin auf alles gefasst, was kommen mag. Spielt keine Rolle, ob ich verschwinde oder nicht. Aber diese Kinder hier, die haben noch eine Zukunft. Und für die muss ich mich einsetzen. Terrybug. Ich habe zwar Angst vor dem, was kommen mag, aber ich bin auch eine Mutter. Ich muss an mein Kind denken. Und die Vorstellung, dass es keine Zukunft hat. Da ist Aufgeben einfach undenkbar. Auf der Welt gibt es zu viele Pokémon, die nur an sich selbst denken. Aber selbst diese Pokémon müssen sich überlegen, was das Beste für sie ist. Ich werde auch natürlich euch natürlich unterstützen. Ich werde tun, was ich kann. Matrifol, Svaronis.
Es sieht so aus, als hättest du die Welt zu früh aufgegeben, was? Jetzt müssen wir diese Gefühle nur noch auf die anderen übertragen. Wir können es schaffen, wenn wir alle nach vorne blicken. Wenn wir alle zusammenstehen und uns nicht unterkriegen lassen. Die anderen müssen, Das ist also nur genauso sehen wie wir, richtig? Dann werde ich auch mein Bestes geben, um die anderen zu überzeugen. Ja. Und dann werden Doki und ich und ein paar unserer Freunde in den Eispalast einringen und den Kältekern zerstören. Die, die hier bleiben, sollten versuchen, so viele Pokémon wie möglich zu überzeugen. Damit sie positiv in die Zukunft blicken. Selbst wenn es nur ein einziges Pokémon ist. Wenn wir das tun. Was hast du, Teddy? Das habe ich total vergessen. Der Eispalast schwebt ja jetzt in der Luft. Ah, stimmt. Dann können wir gar nicht einfach zu Fuß hin. Wie sollen wir nur da hinkommen? Teddy, wir haben nachgedacht. Es wird bestimmt sehr schwierig, dorthin zu gelangen. Aber schon haben wir schon... Was? Wir haben schon daran gedacht, die Zugangskarten zu benutzen. Und dafür reichen unsere entsprechenden Kenntnisse leider nicht aus. Aber Sian und ich haben vorhin darüber gesprochen. Es gibt vielleicht noch eine andere Möglichkeit. Ja, was für eine andere Möglichkeit? Nun, das ist nur eine Idee, aber man könnte es auch Intuition nennen. Aber es lohnt sich vielleicht, auf sie zu hören. Schließlich haben wir sonst keine Ideen, wie wir dorthin gelangen können. Wenn es auch nur eine kleine Chance gibt, dann sollten wir sie nutzen. Ja, das sehe ich auch so. Alles klar, dann werden Psyana und ich uns gleich auf den Weg machen und eine Möglichkeit suchen, zum Eispalast zu gelangen. Aber wir verlieren nur wertvolle Zeit, wenn ihr auf unsere Rückkehr wartet. Wir sollen auch schon losgehen und wir treffen uns dann unterwegs. Wir werden euch die Zugangskarten, mit denen man zum Gletscherberg, Riesengletscher kommt, hier, okay. Zugangskarten geben, nice. Hier habt ihr nun mehrmals beobachtet, wie man die Portale beschwört. Ihr wisst, wie es funktioniert, oder? Nun, ja. So in etwa. Benutzt sie, um zum Riesengletscher zu gelangen. Wir treffen euch dann dort. Lass uns gehen, Sianna. Alles klar. Der Part geht halt schon übel lange. Ergeben wir unser Bestes. Leute, es tut mir leid, dass der Part so lange geht, ne? Ich kann nichts dafür. Ich kann nicht speichern. Mitten in der Nacht aufzubrechen, ist nicht ratsam. Aber wir haben jetzt wohl keine andere, ganz andere Sorgen. Wir sollten uns wohl besser auch gleich auf den Weg machen, oder? Nein, lass uns morgen früh aufbrechen. Wir sollten uns gründlich vorbereiten. Nach Tara und Sian erschienen schon alle Vorbereitungen getroffen zu haben. Die beiden reisen immer mit leichtem Gepäck. Aber wir sind mit Doki unterwegs, also müssen wir auf alles gefasst sein. Oh, danke, bin ich so fett? Schließlich kann es sehr wohl passieren, dass wir von Kyurem angegriffen werden. Wir sollten also auf alle Eventualitäten vorbereitet sein. Verstanden. Wir brechen morgen auf. Ich komme auch mit. Ich auch. Ich bleibe hier. Dummesel. Nein, Emolga, dieses Mal ist es nicht, weil ich Angst habe. Wenn es nichts anderes für mich zu tun gäbe, würde ich auf jeden Fall mitkommen. Aber hier zu bleiben und die anderen zu überzeugen, das ist eine wichtige Aufgabe. Es wird eine Weile dauern, sie alle zu erreichen und zu überzeugen. Deswegen sollten so viele Pokémon wie möglich dabei helfen. Deswegen bleibe ich hier und gebe alles. Dummiesel. Okay. Alles klar, Dummiesel. Dann gib dein Bestes und überzeuge alle. Ja. Also gut, Freunde. Morgen ist es soweit. Geben wir alles. Ja! Alter, dieser Part war halt, also das ist gut, es ist gut, es war nur Story, es war nur Vorbereitung, was auch immer es hat, aber wir haben nichts gemacht, wir haben nur gelesen gerade, also anstrengend, aber cool. Okay, Vorbereitungspart für, wir gehen bald los und klatschen Kyurem. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn es nur labern und storytechnisch war. Ja, wir sehen uns bei das... Nächstes Mal wieder. Haut rein!